General, Sie sind mit dem Präsidenten und dem Nationalen Sicherheitsrat verbunden. Mr. President. General, haben Sie Makarov schon gefunden? Nein, aber wir haben Informationen über seinen Bombenbauer. Die Situation entwickelt sich. Entwickelt sich? Haben Sie ihn oder nicht? Ein Delta-Team hat ihn gerade festgenommen. Ich schicke das Video. Wie ist der Status? Sie haben Volk, aber Ihre Operationssicherheit wurde gefährdet. Im Klartext, General, bitte. Sie werden sich zum Evakuierungspunkt durchschießen müssen, Sir. General, ich will diesen Volk lebend. Was Sie auch tun müssen, bringen Sie diese Männer heil nach Hause. So, eine kurze Einleitung in die Mission. Jetzt haben wir das Problem mit dem Loadscreen, dass das ein bisschen länger dauert, aber gut. Es geht eigentlich, die Geschwindigkeit. Also jetzt eine meiner mehr oder weniger fast Lieblingsmission. Die eiserne Dame, wie sie in der englischen Version geschimpft wird, warum? Also wir müssen hier erstmal hier am besten in die Ecke kämpfen. Dieser scheiß Heli schmiert jetzt hier ab. Wenn zu weit in der Mitte ist, ist man sofort tot. So, das ist meine Lieblingsmission, ist deswegen. 230 Missionen. Hier wird alles zerbleben, was man zerlegen kann. Einfach drauf zimmern. Wir sind jetzt quasi der AC-30 Flut. Frost ist jetzt mal nicht unter unserer Kontrolle. Ja, was schön ist an der AC-30 ist ein Zoom. Und dieses gute Gerät hat auch noch Farbdisplay. Das ist natürlich ganz nett, da bin ich MW1 haben wir auch schon gespielt. Hab ich schon gespielt. Und da war es ja dieses Ding. War es ja die Geschichte mit dem Schwarz-Weiß, also mit dem Thermals Visier. Aber das gibt's natürlich hier auch. Da sieht dann die ganze Geschichte so aus. Ist vielleicht auch ganz nett. Manche Geschichten. So, aber wir sind schon da drauf, weil da sieht schon etwas realistischer aus. Besser aus. Oh, ich komme nie hin mit meiner Maus mehr. Dritter Punkt, wer ist die Bodentruppe weg? Aber wie gesagt, hier kann man eigentlich nichts wirklich falsch machen. Wir können wegschießen. So, das Einzige, was ein bisschen nervig ist, dass man die komplette Kontrolle über diese AC-30 hat. So. Okay. So, warum wir nicht auf die Gebäude feuern können, wurde erst gefragt. Da sind möglicherweise Zivilisten drin. Meiner Meinung nach ist das sinnlos, interessiert letztendlich wahrscheinlich eh keinen. Ich doch, dann eliminiert. Ich bin ja auch nicht der Schnellste. Was schön ist hier auch gemacht, dass du nicht jede Kanone nachladen musst. Hier sieht man die Ammo, wie viel hier was drin ist. Die großen müsst ihr schon später nachladen, aber das Design von der AC ist eigentlich nicht wirklich besser. So, jetzt haben wir doch, dürfen wir doch auf das Gebäude pfeffern. Zack. Das Gebäude ist erledigt. Danke für die Hilfe. Wir rücken jetzt zum Hotel auf der Allerstraßenseite vor. So, jetzt wird gleich mal ein Whistle Warning reinkommen. Genau jetzt. Täuschkörper sind quasi, wer es noch nicht weiß, quasi Sachen. Die Rakete hat ja meistens in, fixt sich quasi per Infrarot auf die Wärmesignatur des ganzen Fahrzeuges. Täuschkörper sind quasi heißer und die werden abgeworfen und somit fixt sich die Rakete, ist ein quasi kleiner Trick, auf die Täuschkörper und nicht mehr auf das Flugzeug. Das Ganze ist sehr, sehr abhängig. So wie jetzt. Oh Gott, wie ich. Nein. So. Jetzt bitte. Ich bin auf dem Weg, mein Freund. Ich erledige das irgendwie sofort. Wir hätten das
Calypso. Zack. Das Gewehr erledigt also. Ja, hier kann man nicht so rumsnipern. Das ist eigentlich nicht so sinnvoll mit der MSR, weil es sinnlos ist. Wir gehen hier jetzt erstmal kurz weiter. Und hier hoch, nämlich hier liegt das andere Item. Die sehen irgendwie immer gleich aus. Auf das Spiel habe ich jetzt keine Lust, aber gut. So. Ich hätte vielleicht auch ein bisschen länger snipern sollen. Warum? Also Moment. Den Titel hat man schon. Jetzt kann ich mich in Granato launchen. So, eigentlich kann man hier deutlich schneller vorrücken, meiner Meinung nach, aber fuck off. Aber fuck off, immer in Bewegung bleiben. So, ich wurde jetzt immer noch schön die Geschosse auf die, hier ist die ganze Geschichte, die ist irgendwie... Was angeht Schiffen, weil der Frisier total scheiße ist. Aber da es weit sehr hilfreich ist, dass wir hier funktionieren. Und das ist ein Wechsel, das ist sehr, sehr positiv auf dem Teil. Ja, das ist. Die Granate gefällt mir da nicht. Okay. Jetzt halt machen. Rumfeuern, weil eh klein Panzer durch die ganze Mitte hier durchgeschissen kommt. Oh Gott, hab ich nicht gescheit. Da bin ich jetzt gespannt, ob ich den zerfallen. Ja, gut, doch mal Glück gehabt. Jetzt geht's doch wieder auf zur AT-130. Jetzt. Dort oben sieht man noch die Helmcam von Frost. Los, schneidet sie aus, bevor Delta hier ankommt. Nicht auf die Hammer feuern, das sind unsere Jungs. Verbündete Fahrzeuge am Boden, westlich des Bollens. Wiederhole, westlich des Bollens. Viele Feinde nähern sich, hier muss irgendwo ein Nest sein. Hier muss man dann einfach quasi nur diese zwei Rauten quasi beschützen, das sind quasi die Delta. So, jetzt geht die Fahrt los. Ich muss sie quasi beschützen. Jetzt überlege ich gerade, wo ich den Schuss platziere. Ja, der ist wohl getroffen. Ja, getroffen. Oh, Double Kill. Wo denn? Wo denn? Okay. Zack. Ach, das ist das Problem, dass man quasi ein Gebäude feuert teilweise. Das ist auch Geschichte. Die kann man eigentlich ganz gut erledigen mit der kleinen Kanone. Die mittlere Kanone ist gut gegen Infanterie meistens. Und die ganz große ist super gegen Panzer. Fliegst du so behindert? Der hat sich gerade selbst eliminiert. Stopp. Okay, ja. Na komm.
So, jetzt sind wir Frost, Frosts Rolle. Jetzt können wir jetzt erstmal den Javelin. Wer es zum Beispiel noch nicht weiß, habe ich auch ein YouTube-Video. Ein Schuss mehr Javelin mit $80,000 weg. Habe ich einen ganz coolen Kanal eigentlich gefunden, was das angeht. Jo. Vieles selber machen mit Waffen. Okay. Weiter, aber wie gesagt, ein Schuss aus der Javelin. Circa 80.000 sind da weg. Kann man snipen? Ist hier noch irgendeiner? Nee. Der letzte Drittel der Mission immer mit. Schon Busch fahren. AC-130 befehligen. Ich muss zumindest sagen, wo sie sich schießen sollen. Sandman, nein, du läufst aus. Wehe, das gibt jetzt ein Friendly Fire. Das kann nämlich auch passieren, wenn man hier aus Versehen zu nah an die eigenen Einheiten den Rauchmarker schießt, dass man dann Friendly Fire kriegt. Du warst so nervig. Nein! Kleine Zone. Hier ist doch schon. Ui, Doppelkill. So, jetzt kommt das Thema von MW3 meiner Meinung nach im Hintergrund. Eigentlich wieder ein ZS. Wenn ich schon mal so viel sagen kann, der Eiffelturm. Hier steht die letzte Minute. Die Granate jetzt hier lang. Ich muss aufräumen. Natürlich nicht gut, den Kopfpanzer wollen. Was ein bisschen nervig ist, dass die Schüsse quasi auf die Sicht verdecken. Jetzt kommt gleich nochmal ein ordentlicher Luftschlag hier runter gepfeffert. Ah, okay, Bomben oder Bomben sogar. So. So. Jetzt das Wort. Bomben. Jetzt. Ein ewiger Begleiter. So, der Turm fällt. Maurice ist ein Turm weniger. Er hat einen Turm weniger. Eiffelturm. So. Ja, wirklich mehr oder weniger. Man kann sagen, Paris. Gibt viele, viele Städte in Schutt und Asche. So, Extraction kommt hier angedüst. Wir nehmen den Uber. Geben den Uber ab. So, jetzt sind wir mit dem Helikopter. Die nächste Mission wird dann wieder eine Taskforce-Mission. Sind jetzt noch Work in der Ecke. Also, wie gesagt, Taskforce. Und jetzt müssen wir die Fliegen ausbauen. Bis gleich.